Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Es ist endlich Herbst, die Jahreszeit für entspanntes Campen und Bushcraften im Wald. Und passend dazu möchte ich euch heute meine Top 10 Gegenstände vorstellen, die euer Campleben in dieser Jahreszeit extrem entspannt und cozy machen. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt unbedingt dran. Für die Ausrüstungsgegenstände habe ich jetzt weder eine Gewichtung oder eine Reihenfolge festgelegt. Es soll euch einfach inspirieren und ja, vielleicht kann ich euch den einen oder anderen Tipp mitgeben. Aber genug geredet, jetzt geht's zum ersten Ausrüstungsgegenstand. Mein erster Gegenstand ist ein geräumiges Hot Tent. Hot für heiß, Tent für Zelt. Es ist letzten Endes ein großes Tipi mit einer Öffnung oben, wo man ein Ofenrohr durchführen kann. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man einen kleinen Holzofen innerhalb des Zelts betreiben kann. Und das ermöglicht natürlich ein sehr entspanntes Klima innerhalb des Zelts, wenn es dann mal am Regnen ist und man es sich einfach warm und gemütlich machen will. Ich habe hier das Rock Fortress von One Tigress. Sämtliche Produkte in diesem Video sind nicht gesponsert, ist alles selbst bezahlt. Das nur zur Info. Und das Zelt ist ausgelegt für 4 bis 6 Personen. Mir persönlich reicht es aber eigentlich nur für 2 Personen. Das heißt, in dem Tipi finden bei mir Platz 2 Schlafmöglichkeiten, der Zeltofen, nachts auch die Sitzmöglichkeiten, die man sonst tagsüber wahrscheinlich in der Regel draußen stehen hat, eine Kiste für Essen und sonstige Ausrüstungsgegenstände. Also es muss auf jeden Fall einigermaßen viel Platz in dem Zelt drin sein, wenn ihr für mehrere Tage ja campen möchtet. Und da kann ich euch nur empfehlen, rechnet mehr Personen. Also ein 2-Personen-Zelt reicht in keinster Weise für ein gemütliches Leben im Zelt. Und da empfehle ich euch, holt euch lieber etwas Größeres. Wir reden hier ja auch von Campen. Das heißt, wir bringen die ganze Ausrüstung einmal zu unserem Spot und bauen uns da wirklich ein semi-permanentes Camp auf und bleiben wahrscheinlich für mehrere Übernachtungen. Deswegen geht es mir ja auch nicht um Gewicht. Das Zelt ist nicht besonders leicht, aber dafür geräumig und es bietet genug Platz und Schutz vor den Elementen. In diesem Fall habe ich auch keine Bodenplane. Im Herbst und im Winter ist das kein großes Problem, weil die Mücken und sonstigen Krabbeltiere nicht mehr ganz so aktiv sind. Ich lege den Boden aber trotzdem ganz gerne noch mit einer Elefantenhaut oder sonstigen Ground Sheets aus, um sich einfach ein bisschen vom Boden zu schützen. Das ist aber alles Geschmackssache. Für viele von diesen Zelten gibt es auch Innenzelte und ja, das kann man sich natürlich so zusammenstellen, wie man möchte. Mein Tipp auf jeden Fall für einfach ein uriges, entspanntes Camp-Setup ist so ein schönes Tipi, vor allem mit dem Ofenauslass. Und da kommen wir auch direkt zum zweiten Gegenstand. Mein zweiter Gegenstand ist mein Holzofen. Nicht unbedingt das leichteste Modell, aber dafür, wie ich finde, eins der schönsten. Mit dem Holzofen habt ihr natürlich eine perfekte Wärmequelle innerhalb von eurem Tipi. Und ja, es ist auch gleichzeitig eure Küche oder man hat auch hier zum Beispiel die Möglichkeiten, Socken oder ähnliches zum Trocknen dran aufzuhängen und es spendet natürlich auch Licht. Ich habe hier ein Modell gewählt, was vorne und an den Seiten Fenster hat. Das heißt, wenn es abends wieder schnell dunkel wird, habt ihr noch eine schöne natürliche Lichtquelle. Wie gesagt, es ist ein relativ schweres Modell. Es gibt auch leichte, tragbare Modelle mit rollbarem Rohr. In meinem Fall sind die Rohre zum Beispiel hier drin. Das geht aber auch wirklich in einem kleinen, kompakten Format, was viel, viel leichter ist. Sucht euch da einfach ein Modell, was ja, zu euren Vorhaben passt. Wenn ihr das Ganze, so wie ich, mit dem Auto relativ nah an den Campspot bringt und ja, das dann einfach dahin tragt, dann geht auch so ein schweres Modell. Darauf kocht es sich natürlich auch besser und ja, man hat dann einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber es ist deutlich schwerer. Achtet beim Einsatz von so einem Ofen aber auch auf die Sicherheit. Legt dann eine feuerhemmende Matte drunter und verwendet auch, wie ich hier, so ein CO2-Messgerät. Das einfach nur zur Sicherheit, wenn ihr den Ofen wirklich den ganzen Tag über und vielleicht sogar die Nacht über in eurem Zelt laufen lasst. Kommen wir zum nächsten Gegenstand. Gegenstand Nummer 3, ein entspannter Campingstuhl. Und zwar habe ich hier ein Modell, was tragbar ist und sich relativ leicht aufbauen lässt. Gleichzeitig aber noch eine schöne Rückenlehne hat mit einer Kopfstütze. Und da kann man die Zeit am Lagerfeuer wirklich perfekt genießen und sich einfach gut gehen lassen. Wie gesagt, bei so einem Campingausflug spielt Gewicht nicht eine besonders große Rolle. Dieser ist aber recht kompakt verpackbar und wirklich bequem. Ja, und damit kommen wir auch schon zu Gegenstand Nummer 3. Und das ist ein Feldbett.
Das Feldbett ist bei mir auch ein Neuzugang. Es ist auch relativ leicht aufzubauen und ziemlich kompakt und nicht besonders schwer. Es bietet aber auf jeden Fall einen höheren Komfort, als auf dem Boden zu schlafen. Und ich finde, wenn man mehrere Tage unterwegs ist und Gewicht keine Rolle spielt, ist es auf jeden Fall mal was Cooles zum Ausprobieren. Ich muss sagen, ich kann gut darauf schlafen. Ich empfehle euch aber trotzdem für die zusätzliche Isolation noch eine Isomatte mit da drauf zu legen und vor allem auch eine aufblasbare, um ja so ein bisschen die Schwerpunkte auszugleichen, weil ja die ist so zwar relativ biegsam, aber ist dann auch hart an den Stellen, wo das gesamte Gewicht drauf lastet, wie zum Beispiel auf der Schulter. Mein Modell ist jetzt hier nur 1,90 Meter lang. Für mich reicht das so gerade eben, aber ihr seht, die Version L hier vom Tropen hängt zum Beispiel vorne und hinten drüber. Aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Möglichkeit, sein Schlafsetup in so einer Camping-Situation ein bisschen abzuändern. So, kommen wir zum fünften Gegenstand und den habt ihr im Intro schon gesehen. Das ist einfach ein schöner Kessel und zwar nutze ich den gerne auf dem Holzofen. Und der Vorteil von so einem Kessel ist, ihr habt einen dedizierten Gegenstand, wo ihr einfach immer durchgehend Wasser erhitzen könnt. Das heißt, ich kann den Kessel den ganzen Tag auf dem Feuer stehen lassen, habe immer heißes Wasser und fülle mir dann einfach meine Tasse mit ein bisschen Instant-Kaffee oder einem Teebeutel auf und kann die ganze Zeit warme Getränke genießen, ja, und es mir einfach gut gehen lassen. In meinem Fall ist der Kessel zusammen in einem Set mit diesem Topf hier gekommen. Und das kann ich euch auch wirklich empfehlen, weil so habt ihr die Möglichkeit, nochmal gesondert zu kochen. Könnt den Deckel tatsächlich sogar als Teller nutzen und einigermaßen stabil hinstellen. Und das Ganze passt auch entspannt zusammen und lässt sich sicher transportieren. Wenn ihr also noch gar kein Topfset habt, kann ich euch das hier auf jeden Fall empfehlen. Ich verlinke die gesamte Ausrüstung natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Kommen wir zum sechsten Gegenstand und zwar ist das eine ganz einfache Kuxa. Und zwar mag ich einfach an diesen Tassen, dass sie so schön urig aussehen. Man kann sie sich auch noch individuell verzieren. Ich möchte mir irgendwann auch mal selber eine schnitzen. Und was ich euch empfehlen kann, ist das Ganze mit einem Karabiner einfach an der Hose zu tragen. So habt ihr eure Tasse immer dabei und könnt beim Nachbarn oder bei euch im Camp oder vielleicht an der Feuerstelle immer schnell eure Tasse mit einem heißen Getränk auffüllen oder natürlich auch einfache Snacks reinlegen und daraus essen. Es ist auf jeden Fall immer hilfreich, ein Gefäß bei sich zu tragen und da finde ich einfach zur Jahreszeit passender super solche Kuxen, Kuxas. Und da passen solche Holztassen natürlich besonders gut und zieren euren Bushcraft-Gürtel. Apropos Bushcraft-Gürtel, wenn euch interessiert, was ich in meiner Bushcraft-Pouch habe, schaut gerne beim Video von mir dazu vorbei. Ich verlinke es euch einmal hier oben und auch nochmal am Ende des Videos. Kommen wir zum siebten Gegenstand und zwar eine einfache Wolldecke. Ich weiß, Wolldecken sind nicht besonders günstig, aber sie haben einfach so viele Vorteile gegenüber Baumwolle oder synthetischer Decken und man kann sie wirklich multifunktional einsetzen. Ich verwende sie gerne natürlich zum Schlafen. Da kann man sich damit zudecken oder einfach sich da drauflegen. Man kann sie sich aber auch über die Schultern werfen, wenn man am Lagerfeuer sitzt oder seinen Stuhl damit auskleiden, damit der Rücken nicht so kalt wird. Der Vorteil ist einfach, die Decke hält auch warm, wenn sie etwas klamm wird. Sie ist immer noch einigermaßen funkenresistent und ja, schmilzt nicht sofort wie eine synthetische Decke. Und das Krasse ist, ich hatte diese Decke wirklich tagelang einfach vorm Feuer liegen und ich rieche den Rauchgeruch nur noch ganz wenig, ohne die Decke zu waschen. Also die ist auch noch selbst reinigend. Ja, und die Optik ist natürlich einfach sehr schön. Ich habe hier ein Erbstück ausgegraben, über das ich sehr froh bin. Und schaut einfach mal im Keller oder einfach bei euren Großeltern vorbei, ob die nicht noch irgendwo so eine schöne Decke liegen haben. Packt sie euch ein und ihr werdet da großen Spaß bei eurem nächsten Trip dran haben. Kommen wir jetzt zu Tipp 8. Und da habe ich hier so einen schönen, stabilen Klapptisch. Dadurch, dass ich jetzt ja hier mit dem Stuhl und der Liege unterwegs bin, ist es einfach schön, eine erhöhte Oberfläche zu haben, um Sachen abzustellen, wie zum Beispiel ein gutes Buch oder eine Laterne. Und zwar ja, kann ich da wirklich so welche Metallklapptische empfehlen. Die sind schnell aufgebaut und die Oberfläche ist auch stabil.
wiegen natürlich mehr als welche mit so einem Kunstfaserbezug, aber das bisschen Zusatzgewicht ist es mir dann in so einem Camping-Szenario wert. Ich trage das Ganze einmal hin und einmal zurück und habe hier einfach wirklich eine schöne verschiebbare Oberfläche, die man immer nach Bedarf aufstellen kann. Ja, und dadurch einfach ein schönes Nachttischchen hat oder einen Tisch zum Essen oder zum Essen zubereiten, kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Kommen wir zum 9. Gegenstand, und zwar sind das Lampen. Die meisten von euch werden Kopf- und Taschenlampen ohnehin dabei haben, aber um einfach eine richtig schöne Stimmung im Camp zu haben, da helfen einfach solche Laternen, betrieben mit Kerzen zum Beispiel. Klar, das Licht ist nicht besonders stark, aber die Stimmung, die dadurch entsteht, ist einfach besonders schön. Der größere Bruder hiervon wären natürlich Sturmlaternen und die, elektrische Alternative dazu sind so Camplampen, die ihr euch irgendwo aufhängen könnt. In diesem Fall ist das so eine, die sich sogar ausziehen lässt und ja, ihr die Möglichkeit habt, hier verschiedene Modi einzustellen, die Helligkeit zu verändern, den einigermaßen unnötigen Partymodus zu aktivieren, aber vor allem halt euer Zelt mit einer schönen warmen Lichterkette auszukleiden. Ja. Gegebenenfalls wird das die ein oder andere Partner oder Partnerin von euch freuen. Ich wollte es einfach als kleinen Geheimtipp mal mit ins Video reinnehmen, wobei ich natürlich das natürliche Licht bevorzuge. Denkt auf jeden Fall dran, noch zusätzliche Lichtquellen mitzunehmen, denn die Tage werden kürzer und wenn ihr euren Abend noch entspannt im Zelt verbringen wollt, dann werdet ihr euch mit Sicherheit über zusätzliches Licht freuen. Kommen wir jetzt zum letzten Gegenstand. Ja, es muss auch irgendwie noch ein Werkzeug dabei sein, deswegen kann ich euch einfach nur den Tipp geben, wenn ihr mit einem Holzofen unterwegs seid, nehmt noch ein schönes Beil mit, damit ihr auch etwas Holz spalten könnt. Ich nutze dafür gerne hier diese Fiskars Norden Axt, beziehungsweise dieses Fiskars Norden Handbeil. Das ist die Nummer 10 oder N10. Liegt gut in der Hand und wie ihr sehen könnt, ist es besonders gut dafür geeignet, Holz zu spalten. Ja, und das ist natürlich genau das, was wir brauchen, wenn wir unser Kleinholz bereiten für unseren Zeltofen. Und deswegen empfehle ich euch, nehmt die Axt mit. Es ist einfach auch schön, in der Natur ein bisschen Holz zu hacken. Und Gegenstand Nummer 10, eine schöne Axt, an der ihr Spaß habt. Bonustipp, nehmt ein gutes Buch mit. Und ja, verbringt euren Abend nicht am Handy. Das machen wir sowieso schon viel zu viel. Sondern lasst ihr einfach entspannt ausklingen bei einem Buch und einer Tasse Tee. Oder wenn ihr mit mehreren unterwegs seid, kann ich euch auch Spiele empfehlen, wie zum Beispiel Werwolf. Das ist besonders spannend am Lagerfeuer. Und ja, da werdet ihr auf jeden Fall auch einen tollen Abend haben. Und ihr reduziert einfach mal eure Screentime. Ganz wichtig. So Leute, das waren auch schon meine Top 10 Gegenstände und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr werdet demnächst einen richtig entspannten Overnighter in der Natur verbringen. Lasst mir gerne noch ein Like und einen Kommentar da. Wenn ihr Lust habt, schaut euch gerne das Video zu dieser Bushcraft Pouch an oder schaut einfach mal auf meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.